Wir sind mitten im Juli, ein wahnsinnig heißer Tag heute hier in der Eisern Lounge und haben uns einen ersten Gast eingeladen, mit dem wir aber heute noch gar nicht so viel über Fußball und darüber reden wollen, wie es denn so ist in Berlin oder wie er sich eingelebt hat. All das werden wir bestimmt im Laufe der Saison noch machen, wenn ein bisschen mehr Zeit verstrichen ist. Wir haben ihn heute hier, weil es ein ganz ernstes Thema zu besprechen gibt und weil er uns auch gebeten hat, mit uns darüber zu sprechen. Deshalb freuen wir uns, dass er hier ist. Martin Dausch, schön, dass du ein paar Minuten Zeit hast für uns. Ja, es ist ein Thema, was dich jetzt schon eine Weile beschäftigt. Es geht um deinen kleinen Sohn Luca, im Frühjahr geboren oder im Winter geboren, im Februar. Luca leidet an einer Krankheit, die es nicht so häufig gibt in Deutschland. Und das genau ist das Problem, richtig? Ja, also er hat Probleme mit seinen Augen. Das heißt, er hat keine Regenbogenhaut. Er hat deswegen ist er extrem lichtempfindlich. Und hat auch, also die Krankheit heißt Aniridie, gibt es 500 bis 800 Mal in Deutschland. Und ist eigentlich nicht wirklich erforscht durch das, dass es so selten ist einfach. Und ja, wir sind am Kämpfen und am Überlegen, was wir tun könnten. Und deswegen wollte ich jetzt auch in die Öffentlichkeit gehen, dass wir einfach jede Möglichkeit ausschöpfen und alles möglich machen für den Kleinen. 500 bis 800 Fälle bei 80 Millionen, kann sich jeder ausrechnen. Das ist quasi da muss extremes Pech im Grunde zusammenkommen, dass es einen erwischt. Erklär mal kurz, was passiert bei dieser Krankheit? Kann es sein, dass dein Sohn das Augenlicht verliert? Ist das ein Risiko, was in dieser Krankheit enthalten ist? Ja, also erstmal hat er im Moment so ungefähr 20% Sehkraft, meint die Ärztin, dass die realistisch ist. Und, aber das Problem ist, dass eben sobald er 6 Jahre alt ist, ist das Gehirn ausgereift. Und ab dann verschlechtert sich es in Anführungsstrichen. Also es kann dann sein, dass Begleiterscheinungen kommen, wie dass sich die Linse eintrübt. Und dass er dann später, wenn er 30 oder 40 ist, dann gar nichts mehr sieht. Jetzt muss man sich das vorstellen für euch. Im Februar geboren, man merkt es ja wahrscheinlich nicht sofort, oder? Also am Anfang bekommt man ja noch nicht so mit, was kann ein Kind eigentlich wahrnehmen. Und dann, als ihr es gemerkt habt, war das Leben ohnehin turbulent. Ihr habt euren Umzug vorbereitet, die Saison ging langsam zu Ende. Es ging darum, nach Berlin zu kommen. Wie war das? Wie habt ihr es eigentlich gemerkt? Ja, also er hat auf beiden Augen auch einen grauen Star, der aber so klein ist, dass man den nicht operieren muss im Moment. Es kann sein, dass der noch wächst, dann müsste man den operieren, aber grauer Star ist ja heutzutage nicht mehr ganz so tragisch. Und den habe ich gesehen und sind dann auf das hin zum Kinderarzt und dann ging es weiter zum Augenarzt. Der wusste dann aber auch nicht so richtig drüber Bescheid und dann in eine Spezialklinik und dann waren wir jetzt hier in der Charité und waren jetzt auch schon in Homburg bei einer Spezialistin. Also haben eigentlich so ärztetechnisch schon recht viel abgegrast und einfach ja, so viel wie möglich rauszuholen für den Kleinen. Bei einer Krankheit, die so selten ist, kann ich mir vorstellen, gibt es genug Ärzte, die sich selber wahrscheinlich gar nicht gut auskennen oder gar nicht genau wissen, was man an Frühförderung, sowas wird es wahrscheinlich auch geben, unternehmen könnte. Gibt es irgendwas, was euch da geholfen hat? Gibt es Kontakte zu anderen Betroffenen? Ja, also es war ganz wichtig, den Verein zu finden, für aniridiewager.tv heißt er. Und es war eigentlich ein richtiger Glücksfall, dass es den Verein gibt, weil einfach keiner wirklich Bescheid weiß. Weder die in der Charité wussten so richtig drüber Bescheid, noch bei den anderen Ärzten, wo wir bisher waren. Nur über diesen Verein sind wir dann auf eine Ärztin aufmerksam geworden, eben in Homburg. An der Saar ist das, also ein weites Stück weg von hier. Aber den Weg haben wir eben auf uns genommen, um einfach das Beste für unseren Kleinen zu bekommen. Und da sind wir dann auch drauf gekommen, dass wir jetzt eine Brille brauchen für ihn, damit die Linse nicht noch mehr beschädigt wird und die Netzhaut nicht noch mehr beschädigt wird. Und das sind dann alles so kleine Feinheiten, die wir dann eigentlich erst so ein bisschen später dann rausgefunden haben. Das heißt, ihr habt jetzt also schon so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen Hilfestellung dabei, was kann man tun, wie kann man versuchen, die Sehkraft zu entwickeln, auch dass der Junge, ich sag mal, das Gehirn so entwickelt, dass er die optischen Reize verarbeiten kann. Also das, ja. Da seid ihr schon ein bisschen in... Ja, genau, da gibt es hier in Berlin ist auch da sehr dahinter, was die Frühförderung angeht. Also schon in anderen Bundesländern nicht ganz so gut wie hier in Berlin.
Da kommt jetzt einmal die Woche kommt jemand zu uns nach Hause und wir besuchen einen Osteopathen und haben eine Akupunkteurin bei uns zu Hause, die auch ab und zu vorbeischaut und Massagetechniken zeigt und ihn halt einfach so gut wie möglich dann unterstützt und um ihm so gut wie möglich das Sehen in Anführungsstrichen beizubringen. Ja. Bei so einer seltenen Krankheit, du hast es am Anfang schon mal ein bisschen erwähnt, gibt es relativ wenig Forschung dazu, wahrscheinlich weil sich Forschung dann auch auf Probleme konzentriert, die häufiger auftreten. Trotzdem ist natürlich für Betroffene wie euch und auch alle anderen, die das trifft, ja wichtig, dass da ein bisschen mehr passiert. Auch das war ein Anliegen von dir, glaube ich, das vielleicht anzustoßen in so eine Richtung. Was braucht es dazu? Dazu braucht es Personal, dazu braucht es Kapazitäten, Forschungsprojekte, sicher auch Geld, oder? Ja, genau. Also die Frau Dr. Käsmann in Hamburg, die ist jetzt dabei, eine Stammzellenforschung aufzubauen, ein Labor aufzubauen, um einfach diese Trübung zu verhindern oder verhindern zu können mit diesen Stammzellen. Und für das braucht es natürlich Geld. Und wir haben jetzt über den Verein ein Spendenkonto eingerichtet, wo dann wirklich das Geld auch nur für diese Forschung verwendet werden darf. Da sind wir sehr dahinter und dass das Ganze auch transparent bleibt. Wenn jetzt jemand eine größere Geldsumme spenden möchte, dann kann er auch sagen, er möchte das Geld für das und das verwendet haben. Also da hält dann die Frau Dr. Käsmann Rücksprache mit der Person, um einfach, ja, dass wir einfach transparent sind, dass ihr auch wisst, wo das Geld hingeht und dass das jetzt nicht für irgendwas anders benutzt wird. Ganz, ganz wichtiger Punkt, glaube ich, dass da so Vertrauen hergestellt werden kann, dass man weiß, was genau da passiert. Noch was anderes ist wichtig, nämlich manchmal gibt es ja zu Themen versteckte Hinweise. Jemand hat vielleicht eine Erfahrung gemacht, kennt jemanden, der euch noch nicht begegnet ist. Auch sowas ist, glaube ich, ja, hilfreich für alle, oder? Alle Betroffenen, dass Menschen, die eine Idee haben, wie man helfen könnte, sich melden, oder? Ja, auf jeden Fall. Also wenn es irgendwie was gibt, also die Regenbogenhaut wird nicht nachwachsen können, aber halt einfach so kleine Tricks, um das Gehirn vielleicht ein bisschen mehr anzusprechen. Wenn da irgendjemand was weiß, darf er gern eine E-Mail schreiben. Wir haben extra auch jetzt eine E-Mail-Adresse eingerichtet, luca-forschung@gmx.de. Einfach eine E-Mail dorthin schreiben, wenn er was wisst oder wenn er irgendwas wissen wollt noch wegen Spenden oder wegen irgendwas anderem einfach schreiben. Wir freuen uns über alles, das kommt. Prima. Da hoffen wir, dass sich Leute melden, dass vielleicht auch ein bisschen was zusammenkommt. Lass uns kurz noch über die Auswirkungen auf dich persönlich reden. Ist ja bestimmt für dich auch nicht ganz leicht. Man muss sich zurechtfinden in einer neuen Mannschaft, neue Stadt, alles komplette Umfeld ist neu. Dann kommt so eine Situation. Ich behaupte mal, wer dich in der Vorbereitung auf dem Platz hat spielen sehen, in den Vorbereitungsspielen, hat es dir nicht angemerkt. Die Leute haben dich spielen sehen und gedacht, pff, super Verstärkung. Wie steckst du das weg? Wie machst du das? Ja, also ein ganz wichtiger Punkt ist für mich die Mannschaft einfach. Also ich glaube, wenn es in der Mannschaft jetzt nicht so gestimmt hätte, wie es hier der Fall ist, dann wäre es mir auch nicht so leicht gefallen. Aber ich gehe gerne ins Training, ich bin gern hier, habe hier meine Freunde schon gefunden, mit denen ich über das Thema auch sprechen kann, die mir dann ein bisschen raushelfen, wenn es mir mal nicht so gut geht. Da gibt es doch auch Tage, wo man sagt dann im Training, boah, irgendwie beschäftigt mich jetzt gerade das Training null, der Kleine wieder schlechte Nachricht bekommen vom Arzt oder irgendwie. Aber wie gesagt, das sind einfach die Jungs super. Der Trainer ist super, der auch voll hinter mir steht, der mir da volle Rückendeckung gibt, der mir auch mal einen Tag frei gibt, auch wenn zweimal Training ist, um nach Homburg zu fahren. Oder ja, also der komplette Verein steht hinter mir und das merke ich auch einfach. Ja, da weiß ich einfach, hier bin ich gut aufgehoben und dann kann man auch seine Leistung bringen, wenn man das weiß. Martin, toi toi toi, wir drücken ganz doll die Daumen, versuchen, was wir können, vielleicht auch mit ein bisschen Öffentlichkeit dazu beizutragen, dass da ein bisschen mehr passiert Richtung Forschung, Richtung Behandlungsmöglichkeiten. Wir drücken ganz doll die Daumen, dass es einen möglichst guten Verlauf beim Luca nimmt und freuen uns trotzdem auf das nächste Spiel von dir und wie gesagt, alles Gute für euch als Familie. Schön, dass ihr da seid. Super, Dankeschön.